Alles klar? Keine Sorge. Ihr seid hier mehr als willkommen. Wirklich, das ist keine Falle. Ich brenne nicht auf Rache für den Mord an Captain Saker. Ihr habt uns sogar einen Gefallen getan. Die Jungs und ich dachten, dass wir den Reisenden, statt sie zu überfallen, was für uns auch kein Spaß war, einen Platz zum Ausruhen und Einkaufen verschaffen können. Schaut euch um. Hm? Wir haben alles, was ihr zum Ausspannen braucht. Bungalows zur Miete. Sind sie nicht schön? Mit eigenen Wasch- und Kochmöglichkeiten. Hervorragend ausgestattete Stände mit netten Händlern und äußerst niedrigen Preisen. Wir beginnen zunächst mit Eröffnungsangeboten. Danach steigern wir uns ganz langsam. Ein Biergarten ohne Kleiderordnung. Hunde sind auch erlaubt. Der Schießstand, eine Idee. Dachte, es würde Spaß machen, Leute beim Ballern auf Papierziele zuzusehen. Schüsse, der Geruch von Zündpulver. Alle gewinnen tolle Preise für ihre Damen. Egal, seht euch nach Belieben um. Und gebt ruhig etwas Geld aus. Meine Fähigkeiten auf diesem Gebiet übersteigen eure kühnsten Träume. Ich kann euch bei eurer Suche helfen. Ich erteile euch eine Lektion. Zieht endlich euren Kopf aus dem Arsch! Ihr feiges Baby. Ich werde... Ich bin doch noch so jung. Ich will noch nicht sterben. Beweist eure ruhige Hand am Schießstand. Es ist ein Stand und ihr schießt. Willkommen bei Lemmys Schießstand. Das Spiel, das jeder kennt. Hauptsächlich ich. Werbung ist wichtig, wisst ihr? Na los, versucht es. Geträumt, Söldner zu sein. Ich sehe viele Leute hier. Und damit meine ich... Also das sind die Regeln. Schießt auf alles. Und zwar schnell, könnt ihr das behalten. Ach, und Kopfschüsse zählen mehr. Und je mehr Punkte, desto besser der Preis. Viel Glück, was es auch wert ist. Wohl gar nichts. Fertig? Ein Talatag! Der schwarze Drache, unsere beste Waffe, hat einen neuen Besitzer. Pfeil dann euch. Ihr könnt einen Preis gewinnen. Vielleicht sogar eine neue Waffe. Keine Erfahrung nötig. Es klappt trotzdem. Die meisten Leute hier wissen nicht einmal, aus welchem. Willkommen im Unterschlupf. Eine neue Pistole. Pistolen sind nicht so genau wie Gewehre, aber schneller und beweglicher. Thank you.
Ende. Hallo, wie kann ich helfen? Mächtiger König. Majestät. Hallo. Die Wirtschaft läuft so schlecht, dass ich meine Ware praktisch verschenke. Wie geht es euch, Sir? Hallo! Hey! Oh, unser großer Herrscher. Oh, hallo! Ihr könntet mir dabei helfen, die Straßen hier zu säubern. Es ist peinlich, aber es gab einige Gefängnisausbrüche und wir haben nicht genug Leute, um die Verbrecher zu verfolgen. Ich bezahle euch für eure Hilfe. Spürt sie auf und bringt sie zurück. Sie werden sich natürlich wehren, aber damit werdet ihr schon zurechtkommen. Toll! Mit eurer Hilfe verbannen wir den kriminellen Abschaum für immer von unseren Straßen. Na gut, ihr habt mich. Wachen! Wachen! Sie wollten jemanden töten! Ein Überfall! Ich weiß, dass man euch wegen versuchten Mordes erwischt hat. Das macht ihr nicht nochmal. Ihr seid kein besonders gutes... Nein! Mann, Gnade! Bitte habt Erbarmen! Ich will noch nicht sterben! Ah. Alle, die ich festnehme, meinen immer... Lauf! Lauf! Vor dem Gesetz sind alle gleich. Ja. Gilt Lauf. Dieser Grundsatz etwa nicht für Herrscher? Macht es mir doch nicht so schwer und hört auf damit. Die Gesetze bei des mir Landes gibt es die beste Ware in Brightwall. Das ist nicht leicht, Majestät. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dann wäre ich nie angetreten. Denk doch mal so. Egal was. Alle, die ich festnehme, meinen immer. Oh, bitte. Aber bei Herrschern drückt der. Soll ich denen erzählen? Lauft! Verblasst euch! Lauf. Die Geschäfte laufen schlecht wie nie! Seht ihr? Viele Ihr seid kein besonders gutes Vorbild. Lauf! Ihr könntet wenigstens laut sein. Kommt nur herein, ihr findet bestimmt etwas. Der beste Laden in ganz Brightwall. Hier kauft die Welt. Ihr
kein besonders gutes Vorbild, was? Ich bin aber schon anderweitig verpflichtet. Lasst los, sonst werde ich handgreiflich. Nein, bitte! Es war mir eine Lehre. Ich breche das Gesetz nicht mehr. Versprochen. Jedenfalls nicht oft. Nein, bitte! Es war mir eine Lehre. Ich breche das Gesetz nicht mehr. Versprochen. Jedenfalls nicht oft. Oh, das ist der berüchtigte 2C Thompson. Der reißt immer ganz schön das Maul auf. Danke für eure Hilfe. Kommt bald wieder, es wird noch mehr Arbeit für euch geben. Ich fühle es. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich bin so besorgt. Es geht um meine Tochter. Ich kann sie nicht finden. Die kleine Göre zieht oft alleine los, um Abenteuer zu erleben und so. Nach einer Weile kommt sie immer zurück. Aber diesmal ist sie seit Stunden verschwunden. Ich mache mir Sorgen. Daran ist ihr Vater schuld. Er erzählt ständig, dass an den Höhlen des Mistpeak-Tals Gold zu finden ist. Ich wette, sie ist dorthin gegangen. Bitte sucht sie und bringt sie nach Hause. Oh, danke. Vielen Dank. Bitte bringt sie so schnell wie möglich gesund und munter zurück.
euch gar nicht bemerkt. Wie ist das, wenn man so unbedeutend ist? Ich mag den Winter am liebsten, vor allem den Schnee. Und hier werden so viele Leute. Friedhof vielleicht. Ihr erinnert mich an einen alten Freund. Er war der. An einem blauen Kleid probieren. Schöne Waffe habt ihr da mitgebracht. Müsst ihr irgendwas kompensieren? Ich kann euch verraten, wo ihr eine hübsche Goldtruhe finden könnt. Davon könntet ihr euch ein Handtäschchen kaufen. Schöne Schuhe. Aber bekommt eure Oma denn eigentlich keine kalten Füße ohne sie?
absolut genial! Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden? Oh, schon passiert! Wir haben es nach draußen geschafft. Super! Hilfe! Was ist das? Nein! Wir könnten Freunde sein. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... rot. Ihr seid witzig, aber das hilft euch nicht. Ja! Ging es nach mir, gäbe es keine Krankheiten. Alle würden sofort sterben. Ihr zuerst. Wenn du so weitermachst. Ich mag am liebsten Musik, Sonnenschein und Liebe. Und Schmerz. Eure Waffe ist lächerlich. Wartet, ihr seid lächerlich. Nicht schlecht. Ich würde jemanden wie euch gern kennenlernen und ertrinken. Manchmal brauche ich nur jemanden zum Reden. Und andere Male dann wieder nur zum Verklappen. Ich komme bald zum Tee vorbei. Dann schnapp ich mir eure Mutter. Wisst ihr, was mir an Menschen gut gefällt? Sie sterben. Hunde sind edel, loyal und treu. Und sie schmecken richtig gut. Noch mehr! Ich will nicht gefressen werden! Sind wir bald da? Sind wir jetzt da? Mein Liebling, mein kleiner Liebling, was für eine Erleichterung. Ich war außer mir. Tausend Dank. Ich stehe für immer an eurer Schuld. Ah, hallo.